nach. Ich denke schon wieder nach. Du denkst schon wieder nach. Ich denke schon wieder nach. Du denkst schon wieder nach. Ja. Frankfurter Autorentheater, Michaela Konrad. Adrian Scherschel. Und Ursel Bald, leider nicht da, weil sie Nasenbluten hat und mit Maske in der U-Bahn. Wir sind ein freies Theater der Stadt Frankfurt am Main, subventioniert von der Stadt Frankfurt am Main. Wir haben verschiedene Sparten, unter anderem eine Seniorensparte, eine Tanztheatersparte versuchen wir aufzubauen, Kindertheater. Wir haben zwei Produktionen pro Jahr. Einmal die Autorenausschreibung jedes Jahr und eine freie Produktion. Wir hatten drei Produktionen 2019. Erste Frage. Wie seht ihr die Chancen für euer Haus, die Zeit der Pandemie zu überstehen? Und was tut ihr oder könnt ihr dafür tun, zum Beispiel für eure Mitarbeiter? Also das Haus wird wahrscheinlich stehen bleiben. Ich glaube, das wird nicht krank. Es ist auch finanziert, wie gesagt, es ist subventioniert. Mitarbeiter sind frei, also wir haben keine Angestellten, wir haben niemanden, den wir jetzt durchfüttern müssen, inklusive uns selbst. Durchfüttern. Also und wir, von daher können wir für die Mitarbeiter im Moment nichts tun, also, sondern ihnen nur versprechen, dass sobald es weitergeht, wir wieder weiterarbeiten und wenn es Produktion gibt, dann gibt es auch wieder Geld für die Mitarbeiter. Ja, es gibt ja Informationen von La Prof, von der Stadt Frankfurt am Main. Natürlich informieren wir unsere Spieler darüber. Und ja, wenn Hilfe am Mann notwendig ist, dann besprechen wir die Antragstellung und solche Sachen. Da komme ich zur zweiten Frage. Euer Statement zur Situation der freien Schauspieler, Schauspielerinnen, der freien Theaterszene, die von der Soforthilfe in Hessen ausgenommen sind? Freie Theaterszene, ja, Freiberufler, freie Szene ist, glaube ich, etwas, was ganz grundsätzlich in diesem Land nicht so gerne gesehen ist. Man hat gern Leute, die angestellt sind und überprüfbar und ich denke, es ist symptomatisch. Ja, es geht ja um die Selbstständigen, die ja eigenverantwortlich ihre Risiken eingehen. Und das ist wohl nicht besonders angebracht. Ja, von daher für mich ein Skandal. Ist grundsätzlich ein Skandal. Okay. Ist Theater eurer Meinung nach systemrelevant? Und wenn ja, warum? Wenn man davon ausgeht, dass ein System auf Erfahrung, Austausch, Kritik, menschlich miteinander ausgerichtet ist, dann ist es systemrelevant. Es ist immer die Frage, welches System gewollt ist, würde ich sagen. Ich finde, dass Gesellschaften oder Gemeinschaften, die ihre Geschichte nicht mehr erzählen, tote Gesellschaften und Gemeinschaften sind. Der emotionale Austausch, der intellektuelle Austausch, das Zusammenkommen an einem Ort, das Besprechen des Gesehenen, des Erfahrenen, all das, denke ich, ist an erster Stelle systemrelevant. Worauf freut ihr euch, wenn es irgendwann wieder möglich ist, Theater zu machen? Ja, also freuen. Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass wenn man seine Arbeit liebt oder beziehungsweise eine Arbeit oder eine Tätigkeit nachgeht, für die man sich berufen fühlt, dass man wohl Freude empfindet. Aber ich glaube, ich verstehe dann die Frage nicht so ganz. Es gibt zwei Unterfragen. Was habt ihr in Planung und wie wird eure nächste Spielzeit? Also wir hätten ja eine Premiere gehabt, eine Woche nach dem Lockdown, die nicht stattfinden konnte, weil wir nicht durften. Sonst hätten wir wohl die Premiere gemacht. Das wäre das Stück gewesen, Возможно, quizás vielleicht, eine Adaption von einem bekannten Stück von Bernard Slave, Same Time Next Year.
mit Jewgeni Samont und Sandra Baumeister. Wir waren eigentlich ganz guter Dinge bei den Proben und wenn jetzt die Pandemie die beiden nicht dahin rafft, dann werden wir das sicher im Herbst wieder aufnehmen. Wovon nicht auszugehen ist, weil die beiden nicht zur Risikogruppe gehören. Was wir noch haben, wir haben eigentlich einen Workshop geplant im Juni mit Anthony Montes und im Sommer mit dem Kinderworkshop, den wir jedes Jahr machen. Die stehen in den Sternen, weil je nachdem wie die Auflagen sind, wird es wahrscheinlich unmöglich sein, einen Workshop zu machen, möglicherweise. Und dann steht ja noch das Autorentheaterstück aus, also da gibt es noch die Auswahl. Die Jury hat noch nicht entschieden, welches Stück zu nehmen ist und da ist auch noch nicht klar, was genau es sein wird. Aber das wird dann auch hoffentlich im Herbst stattfinden. Die Senioren haben geprobt, wurden unterbrochen und dann haben wir noch zwei Ein-Personen-Stücke in petto. Aber ich denke, niemand weiß etwas und deswegen wissen wir es auch nicht. Man soll ja immer positiv denken. Hat die Situation auch irgendwas Gutes? Nein. Nein. Doch, vielleicht zu beobachten, wie Gesellschaften unter Stresssituationen reagieren, welche Mechanismen da psychologisch und soziologisch mitspielen oder vielleicht etwas über das Lebensrisiko zu lernen. Wie kann man euch unterstützen? Ja, man kann spenden, wie immer. Man kann für hier in diesem Land für alles und jedes spenden. Bevor man jetzt an uns denkt, vielleicht denkt man eher an Personen, die einem nahestehen, die vielleicht das eher brauchen. Spenden sie dann dort und entlasten sie die Steuer und so weiter. Gibt es etwas, was ihr unbedingt loswerden möchtet? Nein. Ich würde gerne eine oberpfälzische Sage vorlesen. Ein Schwarzerl hatten sie. Ja, sie haben es auch noch. Auf der Grommühl. Aber nur der Knecht allein sah es. Es war ein altes, graues Männchen, etwas über 4 Fuß hoch. Es fütterte, wenn man ihm das Futter einstellte und ohne umzuschauen wieder hinausging. Auch durfte es nicht beredet werden, sonst hörte es mitten unter der Arbeit auf. Was es tat, geschah besser und schneller als von Menschenhand. Sonst konnte man wohl mit ihm reden. Aber es gab keine Antwort. Vielen Dank.